screenshot, motherfucker. Twice I'll kill your uncle. Find a cut or even smother. Turn you to a cold the summer. Go ahead and put you under with the worms I meet again. Microsound activated. Was geht, was geht, was geht? Ich grüße euch recht herzlich zum heutigen Game. Hallo. Was geht, Jakob? Noch bin ich krank, aber dennoch am Start, um dieses Banger-Matchup hier zwischen zwei Teams, wo es fett um die Ehre geht, noch hier für euch zu casten. True Flash the Furious gegen Eindrück hier um. Zwei Banger-Lineups, die es leider nicht aus der A-Gruppe geschafft haben, aber hier noch ihr eines Game zu Ende zocken. Beide nicht mit Full-Lineup, sondern mit all over the place standing Lineup, aber ich meine, was soll man sagen, ja? Bei Eindrück hier um spielen heute Damien Offsize Schmalpay vom Main-Lineup und als Stand-In hilft Domachel aus. Und lass mich lügen, wie heißt er nochmal? Blubbles. Bei Eindrück hier um, bei Two Flash the Furious spielen Havelix, Hunt und Saiken vom Main-Lineup und Grant sowie Laso 444 aus. Also, wir haben jetzt zwei Stand-ins auf beiden Seiten. Es wird also ein interessantes Match. Mal gucken, was so abgeht. Spannend. Okay. Ich habe die Channel Battles heute mal gemacht mit Two Flash the Furious, Eindrück hier um oder Overtime, so wie im Fußball. Freeway. Das heißt, kracht rein. Gambled, wenn es die Overtime geht, egal wer gewinnt, gewinnt natürlich die Overtime-Auswahl. Anderen geht L. Overtime-Auswahl, da kriegst du Flashbacks, wo ICB noch gleichzeitig gespielt haben. War schon Veto, nein, Veto startet gleich. Ja, aber sind die Teams denn etwa gleich gut, oder? Würde ich schon sagen, wobei er natürlich nicht genau weiß, was mit diesen Standings hier abgeht. Junge, dann setze ich auf Overtime. Alles. Wenn ihr, Bruder. Die Punkte sind, glaube ich, weg. Mal gespannt, was für eine Map rumkommt. Alter, mein Hals tut so. Ich hoffe, das ist Frill. Sorry für den lauten Diegelschuss. Bin schon mal im Hintergrund auf die A-Map gejoint und Havelix drückt. Warte ein paar AFKler um, Alter. Der typische Havelix. Havelix hat ein Bild different. Alright, ich habe den Vote rausgeschickt, also es ist allzu viel Zeit handeln. Auf welcher Map handeln? Hilft dir eigentlich Props bei der Genesung? Wäre ich ohne Props in general. Mein Immunsystem scheint nicht gut zu sein, aber Props sorgt halt dafür, dass immer. Das ist so wie Aktime. Ohne Props müsste ich, das dürfte ich das Haus nur in so einem durchsichtigen Ball verlassen. Geil. Fantastic. Aller Kontakt nach außen sofort. Da kommt der Filbern rein von Too Flashed. Interessant. RIP, Junge, finde ich nicht gut. Auch nicht gut, ja. Ja, was anderes sehen jetzt hier. Wenn jetzt wieder hier Tuscan oder Cobble kommt, dann reicht es mir auch langsam. Das wird Tuscan oder Cobble, Bro. In den Playoffs wird es anders laufen. Trust. Aber ist ja auch klar, wenn man halt überlegt. Wir haben jetzt beide Stand-ins, die Fs halt eben nicht geprackt haben oder überhaupt mal gesehen haben, so. Da wäre es halt auch stupid, nicht auf die Stunning-Map. Es geht doch legit um gar nichts mehr, oder? Außer Ehre und Placement, aber ich denke, das ist den beiden relativ egal. Also warum, Digga? Wird jetzt eh Tuscan. Nee, wahrscheinlich Kobbel. Es ist schon Tuscan, Bruderherz. Ich sehe es ja nicht, Digga. Deswegen sage ich es dir. Bro, Alter, gib mal eine Prediction ab, Bruderherz. Digga, ich hab keine Ahnung. Ich glaube, dass Havelix sein Team gewinnt, weil Havelix ein ähnlicher Trick. Havi-Witz, Alter. Von den anderen habe ich leider keine Ahnung, wer da drückt. Vielleicht auf der Bank, Junge. Ab geht. Interessantes Game.
Ist das Hyping Hunt im Chat? 25k auf I drücke um, 750 auf To Flash und 2k auf Overtime. 2k sind von mir. Geil, Digga. Ersetz mal noch ein bisschen, was auf geht's hier. Ich hab nichts mehr, Digga. Ich geh ständig pleite, weil ich nie gewinne. Ja, du setzt ja auch 2k auf Overtime. Alter, mein Game ist gerade gecrashed. Mein Game ist auch gecrashed. Boah, Maggie, schon 7 Monate straight. Ich bedanke mich recht herzlich. Sehr, sehr geil. Sagen manche schon am Start sind. Tätig. Oh, wer will denn was von mir hier? Der Typ meldet sich nicht mehr. Welcher Typ? Irgendein Stand-in bei Damien, Alter. Der war mal stabil. Digga, da muss Kalar einspringen. Ja, I don't know, Digga. Ich weiß nicht, was Damien dafür Atzen ranholt, die ihn ghosten, Digga. Hey, Junge, meldet uns einfach 4v5. Hat irgendwer gerade 25k Channel Points dick in den Chimney geworfen, Alter. Ne. Würde Zurückgabe machen, wenn kein Game stattfindet. Kein Game stattfindet, ja, aber wenn 4v5 ist nicht. 4v5. Das Ding ist, nächstes Mal Season 5 wird es halt einfach eine Regel geben, du musst am Anfang der Season Pfand abgeben. Nur wenn du all deine Games ordentlich gezockt hast, lass einfach zurück. Hab ich keinen Bock mehr auf so Leute, die meinen, boah, jetzt sind wir raus, jetzt spielen wir unsere Games nicht mehr. Weil dadurch fixst du halt die Teams, die von vornherein nur mitmachen für den Spaß. Playoffs kommen, absoluter Sicherheit. Und dann da zwei Default-Ls kriegen oder irgendwie Games gegen so einen Roaster wie der jetzt oder drei Stand-ins am Start sind. Das ist halt auch nicht geil zum Schauen. Default-Ls kosten und dann vorfighten die den Tiebreaker, weißt du, so Zeug passiert dann. Davon hat niemand was. Weil niemanden juckt, um ehrlich zu sein, ob man jetzt den Tiebreaker durch Vorfight gewinnt und dann 7. statt 8. ist oder Scheiße in der Gruppe. Beziehungsweise irgendwie 14. statt 15. Es juckt wirklich nicht. Einfach nur da, und dass die Teams, vor allem die Teams, nur mitmachen für den Spaß und relativ schlechte Aufsichten auf Playoffs haben, dass die halt ja Games mehr haben. Dann sind da so andere Teams, die da irgendwie mies sauer sind, Alter, weil sie nicht weiterkommen und verkacken das. Halt mega scheiße. Dafür ist das auch nicht gemacht, dass du dann Spaß hier sein in erster Regel stehen mit ein bisschen Spice durch einen kleinen Prize-Pool. Oh, Alter. Wenn dann halt mitmacht, um fett was zu gewinnen und danach der Bericht und zockt, finde ich, hat da komplett den eigentlichen Sinn verpasst. Ehrlich, dass uns die zwei versuchen, einen Tackle mit so einer. Aber es ist natürlich auch die Frage, ob das dann die Leute auch bezahlen wollen und wann. Gar nicht mitmachen. Ja, das ist ja dann die Sache. Mehr Teams ist ja immer besser so. Nee, nicht zwingend. Ich denke, 16 ist eine solide Zahl. Wir sind jetzt schon 20. Wenn wir Season 5 nur 16 sind, bin ich auch fein damit. Dann musst du noch mehr casten. Ich habe nicht vor, über die 20 drüber. Sage ich dir ganz ehrlich. Also, ich denke, wir sind mittlerweile bei einer Stage, wo ich nicht mehr jeden Team hinterher. Eigentlich können wir so eine Regel einführen. Ich meine, wie gesagt, das Geld bekommt man ja auch zurück. Das ist halt normal bestimmt. Alter, Carpster Cards, ja. So viel geht halt so in den Price Pool, der andere Fuffi ist Pfand. Ja, Digga, ich vermisse meinen 10er immer noch. Ich kratze jeden Monat am Hungertod, weil ich den 10er nicht mehr habe. Und dann zockst du halt deine Games, was ja wohl auch bitte. Weißt du, das sollte man ja von alleine sowieso machen, weißt du? Das sollte man ja. Dafür signed man ja überhaupt ab. Dann kriegst du den zurück am Ende des Turniers. Einfach. Also ich sehe ja, da kein Problem, dass man deswegen sollte. Wobei es natürlich dem einen oder anderen nicht taugen wird, aber das ist mir auch egal, weil so jemand, der wird wahrscheinlich schon indirekt davon ausgehen, dass man sagt und dann kann er mir auch. Alter, saure. Oh, was lese ich denn da, Alter? Der macht mich immer so von der Seite an, das ist voll pervers. I don't know, Damien's Mate kommt nicht.
Ist auch gut, dass Phil jetzt das Kochen für sich entdeckt hat. Der macht sich jetzt Nudeln mit Pesto immer. Digga. Ja, er hat ein Upgrade von den Nuggets. Krankes Upgrade von den Nuggets, Bruder. Bald fangen wir an, die fertig Knorrnudeln aufzupimpen mit Gemüse, Junge. Das werden die ersten Schritte. Richtiger Gourmet-Koch, Alter. Digga, so hab ich angefangen, Alter. Ein scheiß Fertig-Knorr-Nudeln und dann habe ich einfach noch so Zeug reingeschnitten. Aber mir war dann dieser ekelhaft chemische Geschmack von den Knorr-Nudeln, denn der hat mir nicht so getaugt. Das verlinkt er mir irgendeinen anderen Typen. Dann Arbeit nach Club. Ja, Digga, aber Arbeit nach Club, das ist der Studi-Hustle. Wo war jetzt Studieren da drin in dem Satz? Aha. Phil arbeitet jetzt und kommt gar nicht auf sein Leben klar. Es ist wahrscheinlich jetzt voll überlastet und schiebt bald Burnout. Ja, kurz runter in den Channel. Oder was ist das für ein Mate, der euch da einfach weggehostet? Ja, I don't know. Er zackt dazu und jetzt einfach gar kein Lebenszeichen mehr. Ganz. Chris ist online. Kannst du den anrufen oder irgend so ein Scheiß? Ja, dann nehmen wir eher Malte als Chris, ne? Also Chris darf ja im Leben nicht spielen. Oder? Level 8. Ah, Chris nur Level 8, den habe ich mal vertauscht. Das Miff ist der krass, Digga. Nein, nee, das ist Level 7. Der Swift hat er 2k Elo, also den nicht. Ja, Chris ist Level 7. Ja, Jungs, Alter. Was für ein Hund, Alter. I don't know. Levels, Alter, was mit dem. Ja. Habt ihr die Handynummer von dem? Einfach mal anrufen? Ja, wir rufen die ganze Zeit an, im Dauerstrahl. Ja, Chris wäre dabei. Okay, warte, ich schicke kurz Account rüber. So, und jetzt noch nicht starten, da. I don't know, muss man ganz schnell das machen. Channel switched. Da war es ein Chaos, Digga. Bockt halt ein Null. Kommt der jetzt, oder was? Nee, irgendein ganz anderer muss ich. Der Chris mit Doppel-Z. Ah, Chris. Ich hoffe, das ist auch sein In-Game-Name. Chris mit Doppel-Z, Digga. Kriegt er mir denn sein Face, Digga? Denkst du, Chris mit Doppelset ist jetzt irgend so ein kranker Drücker, Alter, und deswegen muss er jetzt hier nur mit einem Fake-Faced-Account beweisen? Was? Nein, nein. Ich denke, es ist schon fein, aber ist auch whatever, Alter. Fuck mich jetzt gerade ab, dass der... Ach, wäre zu einfach, wenn die Leute normal wären. Ja, es ist halt schwer heutzutage, eine Zeit zu finden, wo 5 Leute Zeit haben. Geisteskrank. Und dann zusagen nicht, und dann nicht kommen. Wir dürfen die ganzen Alkoholeskapaden über die Woche nicht vergessen. Die müssen ja auch nur irgendwann gemacht werden und bleibt am Ende nur noch ein halber Tag. Da ist ja klar, dass die Intensität der Games nicht so hoch ist. Wer denkst du gewinnt ACS4, Bro? Ich weiß nicht. Fang mal an, Alter. Ich finde Scotastics nein eigentlich wieder zutrauen. Aber ich habe auch keinen Plan, weil irgendjemand gesagt hat, dass Sigma ist voll OP ist. Hat er irgendwas ab? Alter, Carbster-Cards. Carbster-Cards. Geiler Bock 10 hatte. Lieber den Hand in der Hand als den Schwarzen auf dem Dach. true. Ich frage mich, wann mal wieder ein neues Daniel Beutner Video kommt. Ich habe mir nämlich gerade einen Schmackofatz eingeschenkt. Aber heute das einzige Game, oder? Yes, sir. Ich werde jetzt hier noch kurz diesen Chris auf dem Server packen, deswegen als ein kleiner. Kann ich auch nicht. Davor setzen. For go, Alter. Heißt der Chris mit Doppel-Z? Ja? Mit Ingame-Name. Crazy, Junge. Ja.
Ah, das, der Server wird gerade geshutdown, okay. Ja. Denn das CSGO Patch Pack. Was? Das CSGO Patch Pack. Wir zahlen für Patches und Updates. Was bringt das? Ja, du kriegst da bestimmte Patches und besseres Anti-Cheat, das kostet halt. Nee, Digga, also. Das ist so Aufkleber, die kannst du auf deinen Agent-Skin drauf machen, Patches. Ach so. Ja, ich weiß nicht, dass diese Dinger zum Annehmen waren, aber ich konnte es mir gerade nicht vorstellen, wohin das geht dann. Ja, deswegen, das ist Updates, Bruder. Das Game wird gepatcht, du musst halt was bezahlen. Da kommen ein paar Gigabyte Updates rüber, Digga. Ah. Er chattet mich. Komm, schick mir da jetzt dein Steam, ich hab's auch schon. Wann machst du mal ein paar Kisten auf? Do not endorse gambling. Das war nicht die Frage. Ja. Oh, ich hab wieder auf die Map geswappt. Aber jetzt einfach alright, jetzt könnt ihr auf den Server kommen. Habt ihr OP-Stand-In? Hab ich doch, was gerade das sagen? Hä? Warum OP-Stand-In? Oder Chris, bist du OP? Ne, klar. Bist du auch einen halben, Digga. Bei mir wird angezeigt, dass ich kein Spieler bin in dem Match und dass ich nicht joinen kann. Nochmal connecten einfach. Viel Rap, Alter? War es wahrscheinlich Spectate oder was? Weil das wird disabled, sobald das reinstartet. Einfach nochmal. Was spielen wir denn? Ich kann nicht connecten. Ob du nicht connecten kannst, Digga? Wer kann nicht connecten? Du kannst bekommen Spectate, aber nicht. Mir wird gesagt, ich bin kein Spieler im Match. Ja, das hab ich auch gerade bekommen. Ja, das ist, weil du Spectate da warst. Du hast kein Team ausgewählt. Kriegst du alle raus. Ey, ich suche euch schnell jemanden. Chris, nein, Bro! Chris! Atme, mach mich so fertig, Digga. Alrighty, ihr keine Agent-Skins bitte. Und wenn ihr nach dem Game nicht instant in Twitch kommt, bleiben wir um 2 Minuten. Danke. Channel switched. Ja. Geht's jetzt? Denk mal, Alter. War alles so Rentner, die dann sagen: Boah, ich bin kein Spieler in diesem Game, die müssen einfach rejoinen. Also, ich setz viel auf Chris C. Jetzt. Und die Channel-Bats, Alter. 19% auf Two-Flash, 75% auf Aldrichium, 7% auf Overtime. Dann sind immer noch meine Punkte auf Overtime. Ja. Damien joined your channel. Also, wir können nicht auf den Server, wir können kein Team auswählen. Als ob, Digga. Warum denn? Also jeder lief und joint die ganze Zeit. Das aber ihr könnt kein Team auswählen. Ihr könnt joinen, aber kein Team auswählen. Manche können nicht joinen und wenn ich jetzt gehe, you cannot become a spectator. Also du kannst dich einfach auf CT drücken oder T. Nein, das geht nicht. Ne, dann steht da, sie können nicht joinen. Eben ging das noch, bevor ich Chris reingemacht habe, oder was? Ja. Chris hat alles kaputt gemacht. Ich kann das alles nicht. Ja, startet mal alle euer Steam neu. Wir hatten das schon mal mit unprofessionell. Die mussten ihren Pitch Steam neu. Wir haben ihr Steam neu gestartet, dann ging das. Okay, ich sag mal unten Bescheid. Holix left your ich channel. Ich schau, ob irgendwas falsch Damien gemacht left habe. Your channel. Und endlich sind die wieder weg. Das fuckt mich so ab, Alter. Entschuldigung. Sollen wir nochmal neu? Junge, ich hab mir eben Salat mit Hähnchen gemacht, das war wirklich. Weißt du, so ein bisschen Gewürze ans Hähnchen, so ein bisschen dunkle Sojasauce, dann so anbraten und dann so in den Salat rein. Sehr, sehr delish. Ja. Schmeckt besser, als wenn ich mit Thunfisch mache. Aber das bedarf's. Ja, es muss halt wirken, nicht schmecken. Ich hab starke Schmerzen, Jakob. Von was? Der Big Big Logs gegen unprofessionell Bug. Ja, was soll ich sagen? When it rains, it pours, Alter. Dann muss halt gleich so eine Scheiße passieren. Das Ding ist, wenn die Leute nicht auf dem Server, also wenn die Leute nicht registriert werden mit ihrer Steam-ID, dann würden sie ja gar nicht auf den Server kommen. Die kommen halt auf den Server und können dann irgendwie kein Team auswählen. Ah.
mit CS irgendwas anstellen, ist schon echt heavy, Digga. Kennst du diese verbackte Scheiße? Oh ja, freut mich, dass es so geschmeckt hat. Dann darf ich auch wieder auf den Server. Ich hoffe, das klappt jetzt bei denen, weil es reicht mir langsam. Wenn ich spiele, einfach ein anderes Team, wenn die das nicht hinbekommen. Ja, dann spielt. Dann spielt einfach Sigmas gegen Psyn nochmal. Wie nochmal gerider peakt von Saugurken, lecker. Klappt jetzt nicht, ja. Wie war dein Tag? Gut. Deiner. Oh, Junge, du bist echt kein schöner Gesprächspartner. Hey. Ich bin halt krank, Digga. Sorry. Junge, du musst einfach pumpen. Scheiß mal auf irgendeine Herzmuskelentzündung oder sowas. Du kannst jetzt nicht aufhören, Digga. Merkst du nicht, wie dein Bizeps schrumpft? Ja, Güli, der schrumpft, Junge. Da ist schon genug auf mein Herz. Nehmen deswegen Trenn und alles und Decker und andere Sachen. Du musst anfangen, Fitnessbooster zu nehmen. Trotzdem über Haze gefahren, keine Aussehen. Fahren, Alter. Eagle 40 Eier, keine Show. Sozusagen Haze gewinnt ACS4. Oh, Alter. Warum? Keine Ahnung, die hat Bruch in einem. Runden verlieren. Geh mal kurz runter und frag, ob die joinen können. Da sieht's aus. Geht's? Ja, wir sind, ja, sind am Connect. Alhamdulillah. Klappt alles? Also, wir sind drauf. Alhamdulillah, Geist. Danke, Kefan. Channel switched. Hier scheint zu klappen. Der taktische Stil hat. Okay. Nori hatte auf Tuscan 57 Specs, aber weil Rache 0 hatte, hat er es 60-40 gewonnen. Rächte ging aber irgendwie echt 0-11 am Anfang. Ja, was war Rächte? Rächte hat auf Tuscan am Anfang gekackt und Ludi hat auf Sub-Zero richtig hart gekackt am Anfang. Ich hatte ein richtig gutes Game auf Tuscan, auf Sub-Zero habe ich am Ende das Solid gespielt. Ich war 17-1 und Rächte 0-11. Ja, das Ding ist, sie hatten halt Danny für X-Nelson, also halt nochmal ein dickes Upgrade. Was denn 130er Ping? Okay, wir swappen auf die Ingame Slide. Oh, ich hab noch was auf meiner Kamera. Da bin ich, Digga. Junge, Abdeckung war noch drauf. Oh, und erstmal gegen das Mike geboxt. Ich hab's gesehen, da war ganz schön dunkel. Es ist krank dunkel, Bro. Ja, aber Phil, du bist halt auch krass, ne? Also, du drückst halt auch alles um im Ranked. Egal, wo der Junge hingeht, der fickt halt alles. Amelix muss jetzt komplett ausrasten, weil er würde um 10 schon wieder saufen sein, deswegen muss er jetzt 40 Eier legen, schnell. Digga, Amelix soll mal einen Zug machen. Nur weil er den einen oder anderen Liter Bier vernichten will. Hast du Halsschmerz? Geisteskrank. Junge, friss einfach Hustenstiller, ganz im Ernst. Das letzte Mal, als ich krank war, musste ich einfach wohin. Mehrere Tage. Und ich hatte eigentlich Husten. Ich habe wirklich den ganzen Tag über Hustenstelle genommen, dass ich keinen Husten hatte. Ich weiß nicht, ob das gesund war, aber das ging nicht anders. Ach. Und dann musste ich brauche sowieso jeden Abend meinen Hustensaft, sonst kann ich gar nicht schlafen. Junge, ich muss immer die Sprite Muddy machen. Geil. Hab ich auch China-Verbot wegen. Hahaha. Ha, 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 ha. Ha, Junge. Weißt du, da kann ich nach China, Digga, weil die sonst noch mehr Kinder kriegen. Es ist krank, Phil, einfach potente Boss, Alter. Ah, Junge. Ich hab voll vergessen, dass das in den iPhone krank war, um sie damit Messer auszubrochen. Ja, ich drück hier um.
ist halt Chris C, ne? Oder Chris. Eintrick hier oben gönnen sich CT, muss jetzt aber leider nicht ändern, stabil. Denkst du, wir sehen hier 50 Eier in dem Game? Band oder von Havelix? Junge, Havelix, ja, geht jetzt immer alleine vor und tötet alle. Die anderen in der Base chillen. Boah, Junge! Jo Marcel, Digga, oder was? Nee, warte mal, das nehmen wir. Oh, was heißt? Kriegt im Endeffekt nur ein. Handcheck, glaub nicht, dass er eingeschlossen wird. Man Hand. Junge, man verkackt da irgendwie hart. Weiß nicht so ganz. Also gut analysiert, Bro. Hat doch beide gespottet, warum ist Schmalpay so worried? Aber man hittet also random halt die Headshots, ja. Sonst nichts. Aber immerhin versucht man halt nur eine clean 1 zu drücken. Was anderes nimmt man nicht. Eine clean 1 oder keins? Ja. So zum Beispiel. Ja, meine Teekanne ist leer. Sauerei. Ja, ich glaube, Chris ist halt wahrscheinlich faced 10.000 Elo oder sowas. Chris hat jetzt auch die Shotgun gekauft. Er ist sich sicher, dass er hier gleich drüber fahren wird. Die zweite Teekanne ist auch leer, Digga. Sauerei, Alter. Junge, aber du musst Tee trinken. Ich würde sagen, es ist relativ even game. Ich glaube, Chris kommt halt nicht gut ran gerade. Oh, was? Alter. Ich sag nichts mehr zu Chris. Eine dritte T-Kanne? Nee, leider nicht, Mann. Wait, wie krank war denn die Flash gerade? Oh, Cycle, Digga, Cycle-Gegner-Team, lol, hab ich jetzt erst gesehen. Hä, warum drückt hier Havelix jetzt nicht? Ahnung, Alter, nach zwei Runden hätte ich schon Double-Digits-Frags erwartet. Sag mal, wer voll ist denn jetzt heute Stand-In? Weil ich hab gar keine Ahnung, wer in welchem Team ist. Lazo 444 und Grant. Romarcel und Gritz. Okay. Sind das komplette Randoms oder gibt es die anonym? Ja, komplette Randoms. Außer ja. Grant. Da fährt man ja mies rein gegen Eco und also verliert deswegen zwei. Ja, die haben sich aber sehr gut positioniert auch. So, Schwalbe, Digga. Ja, man. Oh, Offsize hat jetzt hier leider niemanden mehr. Aber das ist ja auch der Messias, Bro. Boah, stark! Boah, ja, Grant hätte den schon haben können. Liegt mal wieder alles an Damian. Aber Havelix lebt noch, der Eierleger. Man nennt Havelix auch das Huhn. Ich glaube, ich würde mir jetzt hier die Shotgun holen von Kritz. Messi, das CSGO. Ich würde sagen, in general. Sehr Messi, das CSGO. Junge. Aber nicht mit dem kranken Reed hier. Oh, lol. Aber gut, Junge. Das ist so krank, wie die halt aneinander vorbeilaufen jetzt. Ah. Ich weiß ja nicht, ob er die Bombe defenden kann. Ich meine, 3 Kills und Plant ist so. Kann er zumindest Damien easy reinrennen. Geht mit MP9 CT, das ist so schlecht. Aber da kommt halt keiner. Oh? Damien kommt behind, da ist er recht.
Das ist eh keine geile Pose, er hatte so viel Zeit sich irgendwie. Habilix, oh, er fickt die Mac. Er kann's noch machen, er kann's noch machen, wie ein junger Gott. Oh, Habilix, Habilix, deine Bombe. Vor allem Damien hat kein Kit, Digga. Habilix. Ja, aber das ist ja sowieso toll. Oh, Mann, kriegt er das noch? Oh, ja, das hat er, glaube ich, noch. Der Molly hat noch ein bisschen mehr. Oh, nee, oder? Nee, das hat er nicht. Das ist krank, die haben es verkackt. Batz, Junge! Sorry, du bist manchmal abgehackt. Ah, stimmt, ich glaube, es sind noch die saure Gurkenlecker-Filter auf meinem Mic, Digga. Junge. Ja, ja, drei Filter von dir, Digga. Kurz mal auch runtergehauen. Mein Mic kostet nicht so viel wie deins. Ich hab's nicht kurz weggemacht. Damn, Alter, da wird die Folie gewonnen. I remember Habilix Clutch, ich auch, Alter. Aber hast du sie nur ausgeblendet oder wieder gelöscht? Ich hab sie gelöscht. Oi, Junge. Sorry, Digga. Ich wusste, dass man die ausblenden kann. Du musst aufs Auge klicken. Ich will jetzt mal ein paar Frags. Digga, wie kann denn Kritz das verkacken, Alter? Oh, er wird so nicht gekillt. Kranz ein Rentner, Digga. Aber Havelix mit dem Entry of Offside. Achtung! Der Eierleger. Und B ist halt offen. kannst halt Havelix nicht bieten. Oh, guck mal, wie Havelix da die Schüsse rausfällt. Oh nein, er hat gekackt. Junge. Dann haben wir jetzt den Chicken McNuggets. Junge. Aber wir haben noch Lasso 444 und Süken, Digga. Süken, er tradet sich den Win. An der Börse macht er den ready. Ja, okay. Ja, aber zweite Runde und jetzt sind die CDs Money broke. Ich sag dir nice, mal, Stand-ins, Bro. Auf E-Toro. Overtime wäre mega witzig, ich gönn dir das. Imagine. Chris hat runtergeforst, ich glaube Chris ist tilt. Digga, was kosten so diese ganzen Knives? Die oh, der wird geteamed, da wäre ich aber auch tilt. Aber Chris wollte es ja auch. Geht er down. Sein müssen, Junge. Aber weit angedamaged. Was soll er machen, was bleibt ihm da noch? Das sollte halt die Runde sein, kann man eigentlich nicht abgeben. Aber Havelix ist da, Junge. So ein Stinker, Junge. Holy shit. Hätte mal lieber nur einen geholt. Was? Wie kann man das nicht treffen? Grant hört die Dor nicht. Hallo, Grant. Doch, er hört die. Oh, Junge. Oh, Junge, der Reload. Mann, was machen gegen die T? Ah, oh, das ist so eine Shitshow, dieses Game, Digga. Richtig hart. Aber was kosten so diese Default Knives, die jeder so hat? Die meisten sind ja wahrscheinlich kein 50€ Knife, oder? Gibt's sowas überhaupt? Also generell kann man auf den Server nicht joinen ohne 4K Knife Plus, weißt du? Achso, nee, jetzt aber mal eine seriöse Frage, weil ich keine Ahnung davon habe. Keine Ahnung, ich denke, das ist schon relativ teuer. Alles ziemliche Rich Boys. Die overall teuer sind. Wenn ich mal auf den Steam guck, dann kosten die Knives immer einen Haufen Asche. Das Steam ist aber ein bisschen höher als so Buff und so andere Third Party Market. Aber gerade mit dem ganz schlecht getan. Also geht man immer Third Party raus. Ja, Alter. Hand lebt noch? Hat Hand Typing? Nee. Oh, Hand! Oh, okay. Zeig gerade 50k, Alter. Einfach sind der Trading Bank, Bro. Ab wann war man früher krass, wenn man schon Early in Knife hatte, selbst als 14-Jähriger? Ab welchem Alter war das krank? Immer der Barber der Boss. Was war auch krass, das alles mit einem Fallenfeld zu verspielen. Boah, Junge.
Damian hat, ist tot. Kann man sagen. Hand spielt safe mit Musik, Digga. Das kann mir doch keiner erzählen, der hört gar nichts. Warum ist eigentlich der MVP-Sound aus? Weil das abfuckt. Aber was ist, wenn jetzt jemand Ultimate hat, Digga? Ich hab mir Ultimate gekauft. Geil, wichtig. Ich dachte mir, wenn ich das schon spiele, dann brauche ich auch das. Gutes Investment. Man geht unten rum. Gibt mir ein bisschen gerade wieder die Flashbacks des Todes. Ah, hört man die Dorda? Nee. Da wo Chris ist? Ich glaube schon, ja. Aber er hat sich jetzt auch wegbewegt, ne? Ja, wir müssen jetzt langsam raffen, dass wir wahrscheinlich in der Dorda sind alle. Aber hier Marcel ist jetzt auf dem Spot. Junge, das ist natürlich unlucky. Genau hier ist das Haus. Da ist man halt direkt B durchgejoggt. Also es geht halt leider auch gar keiner down. Aber jetzt sehen wir mal eine Havelix AWP, oder? Nein, nicht! So eine Scheiße, ja, aber wie, Junge, wie soll der Mann noch Eier legen, wenn er nicht hier abkauft? Kriegt hier gleich eine 1 von Steve. Oder auch nicht. Aber Grand Out Aim. Ha, Willix ist so unaware, man. Das geisteskrank. Müsst du nicht sagen, dass Willix ein Macher ist. Doch, natürlich. Aber irgendwie steht er da und seine Barrel guckt die ganze Zeit zu Z raus und es ist ihm scheißegal. Willix legt mehr Eier als ein ganzer Betrieb Hühner gezüchtet von McDonalds. In 2 Wochen. Crazy, man kriegt leider auch gar nichts mehr. Aber Hand macht auch nichts, der muss sich mal raffen, der Junge. Offsize hat jetzt hier Orb, also. Ist das die erste Orb jetzt? Mhm. Oder war ich unaufmerksam? Hallo? Ja, ja. Crazy. Man spricht. Ist ein bisschen unspektakulär und auch ein bisschen feige, würde ich sagen. Junge Dame, Alter. Rand geht wahrscheinlich jetzt gleich schlafen. Wenn man da nicht aufpasst. B wird solide gehalten. Aber es sieht doch nicht gerade so aus, als wäre man. Oh! Ob Havelix ein Ei legt jetzt? Hat er ihn gesehen eben? Müsste doch, oder? Nee. Hä? Ah, warte mal, nee. Oh mein, geh ich jetzt auf B? Und Cyclen geht down. Aber Krant lebt noch. Boah! Zeit halt und die T-Spawn Flank. Oh, ist aber offen. Aber man kriegt's, man kann's noch holen. Das ist alles noch drin. Muss jetzt halt instant planten. Ich glaub, Krant muss jetzt halt drücken, ne? Hm. Aber noch lebt die Legende, Havelix. Ja. Oh nein, er glaubt nicht, dass er zieht. Er macht 10 Sekunden, Digga. Och, Mann. Ach, Havelix, du Schulter, Digga. Ach nein. 10 Sekunden Ninja, Digga.
Mit so Plays rechnet der Ghost halt nicht. Nur so kann man ihn besiegen. Kein Death-Sound. Zum Sake. Mann. Ja, wahrscheinlich war es wirklich zu laut. Also, ich habe das irgendwie auch nicht gehört, wie der da ins Zielflößen gegangen ist. Aber ich habe noch nicht gute Ohren. Yo, lo Marcel, fängt sich der erste Mal einen Shot? Der geht sich schnell nicht mehr an die Bar. So scared von einem Aim-Duell mit Havelix ist schon okay. Weil das ist ja Default L. Digga, er ist halt schon wieder T-Spawn, Digga. Meine Meinung, man sollte von B die Finger lassen, das ist ganz heißes Pflaster. Havelix fängt sich gleich was, Junge. Ja, Havelix verteilt jetzt. Oh scheiße, ich hab ihn gejinxt. Nee, Digga. Wie soll der da um die Ecke gucken? Havelix hat doch gar nicht seine Brille an. Er geht jetzt von hinten drauf, das ist natürlich ein Strike hier. Ja, ein Dreck hier um, pushen überall und zu Flash haben irgendwie gar nichts. Und Hand kackt halt mies rein. Das stimmt wieder Hyping. Wo bleibt der Hand-Carry? So kommt der nächste. So kommt dein Season 5 eher in Thema sein Inferno. Nee, Digga. Wir müssen endlich aufräumen. Wir müssen diesen ganzen Zugewanderten aus anderen Teams irgendwie entfernen. Wir müssen alle aus Pirma sein Season 5 kommen. Lane trifft einen Freekill nicht. Stinker. Harry Felix, Alter. Wo Harmelix mit der Orb steht, also weniger Impact kannst du halt nicht haben. Er schimmelt hier in diesem Eck und reloadet jetzt. Jetzt joggt er einfach rein mit Tech 9 oder was? Junge, das ist so behindert. Ich kann das alles nicht mehr. Ach, Brudi, Digga. Oh, Harmelix, Digga. Das kann ich mal, Alter. Harmelix hätte den Kill nicht gemacht, Digga. Das ist geil. Die Orb wird aber nächste Runde weggegeben. Oh nein, ich drück's da mal jemand anderes. Das kann ja wieder nicht sein. Ja, okay, also die werden halt dick out-aimed alle und kaufen sich überhaupt nicht. Immer, die pushen halt einfach überall, du musst einfach alles haben. Ah, Chris mit 1, 2, 3, 7 Stats, wichtig. Ja. Ja, der Glück, aber Damien ist aber auch ein Stinker, Digga. Und die sind jetzt schon wieder komplett B durch, Alter. Wenn man soll jetzt einfach wieder in die Smoke reinschießen, wenn ich habe, Digga. Aber ja, ich komm, bin leider nicht mach so doch mal den Kill. Ich glaub, Damian verteilt hier gleich alles. Ungefähr. Und sieht man den Nix nicht. Duken ist noch am Leben, aber er rafft's gar nicht so. Ja. Hätte ich an Duken Stelle hätte ich halt einen Clean 360 gemacht. Anstatt mir so viel Damage zu machen. Upset Friday, Digga. Wie kann ein Two Flash hätte Wie waren denn, wer hat denn am meisten gesetzt auf wen? Also welches Team hat die meisten Chances? Also es wird schon mehr auf Altric gesetzt. Achso. Also labert. Ja, Carbs da wieder scheiße. Ja. Ja, man wird ja eigentlich komplett aufgesetzt. Da kann auch der Cockpit. Die werden einfach immer gepusht, Digga. Die kriegen es nicht hin. Das Ding ist halt wahrscheinlich, dass Havelix kein Huhn ist, Digga, sondern ein Hahn. Der kann gar keine Eier legen. Aber er ist der Hahn im Stall, weißt du? Er ist der Boss von den Eierlegern. Deswegen denken immer alle, Havelix legt Eier, aber das macht er gar nicht. Das ist gar nicht sein Job, sagst du. Havelix.
Früchte da. Wie schon wieder alle ihren Rücken zu diesem Whisky kaufen haben, ist so geisteskrank, Digga. Man kriegt jetzt hier mal ein paar Frags, ohne dass jetzt jemand gestorben ist. Bomb has been planted. Oh. Was ist das? Ah, Felix, einfach so smart. Oh, Damian. Oh. Was soll ich da noch sagen? Das tat mir halt im Herzen weh gerade. Die Autosniper im 1 gegen 3. Die Autosniper, Digga! Wird so knapp fast gehittet. Man kann die Bombe nicht entschärfen. Alter, das ist nicht real. Immerhin, also, war das eine Glock? Das war eine 5-7. Oh. Alex ist gnädig heute. Der gnädige Boss. Ja, manche, es gibt auch Tage in den Hühner, keine Eier. Was ist denn jetzt los? Oh ne, normal, ich bin im Hängen. Alex Team stinkt. Will ich jetzt nicht unbedingt dagegen argumentieren. Aber Havelix der Eiermann ist. Und wir sind wir auf der Havelix Camp und er wird. Chris hat einen Agent Skin drin, Digga. Havelix. Ah, ich hab doch gesagt, mach Agent Skin raus, Junge. Er kriegt eine 1. Und er rennt mit dem Typen da hoch, Alter. Wer? Chris hat Agent Skin drin. Ist verboten. Aber deswegen gewinnt Eldrick hier oben. Der hatte nur auf C-Agent-Skin, auf CT hat er keinen Agent-Skin. Nice, Digga. Checken die das wenigstens? Callt das irgendwer? Machen die Pause? Weil wir sind 2 Minuten hinten dran, Digga. Hm, wenn ihr jetzt schreibt, schreiben die so, wir haben schon gewonnen. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Oh, ich hab keine Kraft mehr. Das zählt quasi wie ein Overtime, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Warum sagt denn das niemand, Digga? Er rennt da mit diesem Typen rum. Oh, Hand. Da muss man ja bloß sagen, dass der Agent. Ja, nicht gerade Top-Fragger ist. Es ist nicht ultra bad. Ach, ich hab jetzt auch keinen Bock, wenn das niemandem auffällt, da ist noch irgendwas zu machen in diesem meaningless Game. Ich hab das juckt niemanden. Wahrscheinlich nicht. Auch vielleicht Havelix. Weil ich wünschte, es gäbe halt einfach Commands, um das zu disablen, Mann, weißt du? Dann würde ich das einfach machen. Ich glaube halt, dass Havelix locker viel mehr Eier legen würde, wenn dieser Skin nicht drin wäre. Das glaube ich natürlich auch. Und das erklärt natürlich auch, warum Havelix gerade nicht so reinscheppert. Boah, die war einfach. Der Cowboy, Alter. Oh mein Gott! Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oh Mann, er lebt ja immer noch. Ich glaube, es ist. Der neue Name ist wahrscheinlich eher. Schöne Shots von Hand. Lucky Havelix oder Harvey Luke. Ja, Phil, Alter. That's what I'm gonna do, bro. Das Ding ist, wenn ich jetzt Havelix frage, ob wir die zweite Hälfte neu starten wollen, sagt er halt nein, weil er saufen gehen will. Also ist es egal. Das ist schade, weil ich bin mir eigentlich sicher, dass 2F2F gewinnen würde. Guck dir Havelix an, Junge. Trotz Agent Skin lässt sich der Mann mental nicht brechen. Andere werden jetzt schon zusammengekracht. Wird nicht mehr stehen, Junge. Die werden sagen, mein Agent Skin, das ist nicht fair. Norris, du musst jemanden anrufen. Aber Havelix macht einfach weiter, weil der Alkohol ruft. Weil die Hände schon am Zittern sind. X-Impact hätte jetzt verschaut, wie toll. Ja, war richtig ja. So, Digga, den fällt das halt selber nicht auf, weil die nicht auf den Monitor gucken. Aber Impact nicht. Erstmal Impact, bevor es X-Impact gab. Ja, gab's halt wirklich, das war ihre Night and Damage Org.
Impact Esports. War das auch dasselbe Logo? Ach komm, Lazo, Alter. AK ist schon ein gefährliches Gerät. Hey, never knife and disrespectful. Junge, war so komplett frontal. Okay, Phil. Also noch, das Game ja auch nicht rum, ne? Erst wenn wir dann in der Overtime sind, werden die Dinge, Den Taucher am Mais. Plus eins. Nein, da haben wir nichts, Bro. Nein. Oh nein, da haben wir nichts. Er kriegt halt gar nichts. Oh nein. Oh man, Nadine, aber gesehen. Ich würde da halt. Schön. I guess. Weiß nicht, ob ich ja, ob man da hätte pieken sollen. Tschü, Abi spielt den Taucher auch auf Ernst dann. Boah, Süken, Digga. Es lebt nur noch Grant. Ist das Grand Final? Ja, der ist echt irgendwie 57, Alter. Der weiß es nicht besser. Boah, hört er den Damian, Digga? Boah, den hört er. Weil der Damian verkackt hat. Grant, Grant läuft. Mensch. Und damit sind wir schon beim Match, Bro. Mal gespannt, was jetzt noch von HWLX kommt. Der Mann hat ziemlich viel versprochen, aber bis jetzt ist noch wenig passiert. Dann, okay. Bin ich mal gespannt, wie man da noch zweistellig gehen will in den Kills. Das ist ja mal mindestens hier. Also. Das ist schon so ein Nate-Scroll macht mich so sauer. Man geht jetzt hier HWLX, man gönnt ihn das auch. Du magst verkacken, ich habe nichts. Ich glaub, das war's, Bro. Nein, 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 nicht so negativ. HWLX hat auch die XM, der kann das noch reißen. HWLX braucht noch zwei Kills, sonst ist. Sonst kann er die Karriere aufgeben, Digga. Dann gibt's kein neues ACS für den. GG's. Ja. Was soll man sagen, ne? War ein schnelles 16 zu 5. Wo waren die Eier, frage ich mich. Wo waren die Eier? Oh Junge, scheiße, ich hatte so Gurkenlecker gemacht. Was? Länger gewartet als gespielt. Ja, wir können von mir aus die zweite Hälfte neu starten, weil Chris einen Agent-Skin drin hatte. Wollt ihr das? Da hat Havelix safe Bock drauf, der hat nämlich nichts vor heute. Junge, das wird ein bisschen Sommer sehen. Ja, Taucher-Skin, Digga. Ja, wir gehen mal einfach runter zu Idrykju um. Gurkenlecker hat ja eine oder andere Frage. Ja. Er ist ja nur noch Hunter, Digga. Sora Gurkenlecker was moved to your channel. GG. Ja, wo ist das Huhn, Digga? Er meint Havelix, weil Havelix der Eierleger ist. Er ist alle weg. Der ist duschen. Also der muss da irgendwie saufen gehen. Junge, der Geruch geht aber auch durch duschen. Ja, der hat heftig geschwitzt. Ja, was soll ich sagen, Alter? Aber hatten die einen Agent-Skin drin, oder was? In der zweiten Hälfte erst, Digga. Ja, aber Rick, das ist scheißegal, Digga. Wie ja, Remake. Jetzt? Ja, dachte ich mir jetzt ja, auch nicht, dass es euch juckt, deswegen. Remake 2v4, easy. Ach, Digga, interessiert auch nicht. Ja, aber overall halt einfach cringe, wenn ich das jedem vor jedem Game sage, Digga, weil ich weiß jetzt nicht, ob... Ich hab's, denke ich, nochmal extra mündlich gesagt, obwohl der neu gekommen ist. Voll fein. Aber ist aber whatever, Alter, wenn ihr da nichts wollt, dann ist ja alles gut. Wir haben sowieso besser gedrückt, also von da aus. Ja, das stimmt schon. Ja. Naja. Also können wir nichts, ist halt so. GG's, Alter. Havelix hätte ein paar mehr Eier legen müssen, was soll man machen? Ja, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Lieber an euch, Alter.
Man hört sich, man sieht sich. Ciao. Haut rein, ciao, ciao. Tschüss. Soragur Kenlicker was moved Gewinner. To your channel. Oh, warte mal. Hallo, hallo, GG. Alter, sorry für den Asian Skin, ne? Ich hab Wert vergessen, auf Telien rauszunehmen. Ja, das hat leider Default Telien. Das ist echt Game Designer, ne? nee, wie gesagt, auf ganz ernst, wenn sie jetzt die Gegner wollten, hätte man halt pausieren müssen, restarten, links die Hälfte, aber so, denen ist das ja auch egal. Also, die wissen genau, sie wurden ja einfach umgedrückt. Alles, alles gut. Naja. Wir wollten uns einmal revanchieren, sonst wurden wir die ganze Zeit umgedrückt. Ein bisschen weg drücken, ein bisschen reinhalten, auf genau. Tuscan. Immer schön B durch, immer instant im Nacken sitzen. War wohl das Motto heute und hat auch ganz gut geklappt. Hat auch nicht so viel Zeit gehabt, deswegen war es auch mal schnelles. Ah, schnelles. Ja, nee, was soll man sagen, Alter. Congrats im Win. Danke. War verdient auf jeden Fall und schnell gefahren. Easy peasy. GG's. Ich liebe Phil. Okay. Ja, wollen wir schnelles machen. By the way, ich glaube, wir haben auch das schnellste Match des Turniers. Ich glaube, das müsste es sein. Ja, das hat ein bisschen länger gedauert. Es gab doch ein fucking 16-0, Junge. Ja, aber also auf jeden Fall euer 16-1, wo du einen Termin hattest dann nach Lobby, das war auf jeden Fall länger. Ja, weil ICB so Spawn-Schimmler waren, Digga. Aber ich glaube, ICB gegen Clutch Kings war aggressiv, schnelles 16-0, Mann. Aber da waren wir nicht die ganze Zeit drauf, weil nee, da waren wir... war ich dreimal drin oder so und dann warum? Ja, weil das ist parallel gelaufen, weil es mir so rüber geswappt, dann war es erst so 3-0, dann ist mal wieder rüber, war es schon 11-0. Ja, ich war rüber und dann war gerade 16-0, Junge. Naja, alrighty. Soll man sagen, Alter. Congrats zum Win, GG's, easy gefahren, schönen Abend. Ciao. Wir haben einmal auf Soragur Kenlicker was moved out of your channel. Nice. Alrighty, ja, was soll man sagen? Easy Win. Für I drück hier um. Leider halt jetzt kein absolut meaningfules Game, deswegen kann man daraus nicht viel ziehen. Nur freut mich, dass es noch gezockt wurde. Lieber an alle. Und scheiß mal auf Agent Skins. Oh, Tisch, Digga, 9 Monate noch. Ehrenmann, Kuss auf Tisch, Schnuss. Wir verabschieden uns dann damit. Bye, bye. Tschüss.